Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch etwas über die öffentliche Petition erzählen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist die öffentliche Petition seit letzter Woche wieder am Netz nach einer langen Auszeit. Aber fangen wir vorne an. Was ist eine öffentliche Petition und wie unterscheidet sie sich von einer normalen Petition? Man muss zwischen zwei Arten von Petitionen unterscheiden. Es gibt einmal eine normale Petition und eine Massenpetition. Die normale Petition ist ein Anliegen, was ich an den Landtag von Schleswig-Holstein oder den Bundestag richten kann. Jeder Bürger hat das Recht, sein Anliegen seinen Volksvertretern vorzutragen. Das ist sehr wichtig, weil anders bekommen die Volksvertreter das ja nicht mit, wenn man ein Problem hat, eine Ungerechtigkeit festgestellt oder was auch immer. So, die Massenpetition ist meistens kein persönliches Anliegen, sondern eher ein Anliegen von öffentlichem Interesse, ein Anliegen, was mehr als nur eine Person betrifft. Zum Beispiel, der eine hat das Problem, dass durch eine Baumaßnahme sein Grundstück jetzt nicht mehr so gut ist wie vorher. Es wird überflutet oder hat jetzt kein Licht mehr, weil etwas daneben gebaut wurde oder was auch immer. Eine Massenpetition ist eher so etwas wie zum Beispiel der Bahnhalt in Glückstadt, den wir jetzt hier schon als Thema hatten. Dort haben sich sehr viele Bürger, insgesamt 5.000, darüber beschwert, dass die Bahn, eine bestimmte Bahn, nicht mehr in Glückstadt halten sollte, sondern einfach durchfahren sollte, um dann wenige Minuten Fahrzeit zu sparen. So, was hat das jetzt mit Online zu tun? Ganz klassisch kann natürlich jeder einfach Unterschriftenlisten direkt beim Landtag einreichen. Das ist allerdings papiergebunden, dafür muss man dann vor Ort sein. In Glückstadt war das verhältnismäßig einfach, weil das war halt ein lokales Thema. Es gibt auch überregionale Themen und Schleswig-Holstein ist ein großes Flächenland. Wenn man diese Massenpetition jetzt einreichen möchte, kann man sie mit unserem neuen System über die Online-Petition zentral auf der Seite des Landtags einstellen und andere Leute dazu aufrufen, diese Petition mitzuzeichnen. Das funktioniert folgendermaßen. Man geht auf die Webseite des Landtags, geht dort auf Petitionen und dann auf auf öffentliche Petitionen. Und dort kann man dann diese öffentliche Petition eingeben. Man gibt dazu einen kurzen Text ein, was diese Petition möchte. Kurz und knackig ist meistens besser als langatmig und ausschweifend. Dazu dann gerne auch noch eine Begründung, warum diese Petition jetzt so sein soll. Und das wird dann vom Ausschussbüro geprüft. Es wird geprüft, ob es ein öffentliches Interesse ist. Es wird geprüft, ob es jetzt nicht vielleicht volksverhetzend oder sowas ist. Und es wird geprüft, ob Hyperlinks in der Petition mit drin sind. Der Petitionsausschuss hat sich leider dazu entschlossen, dass in der Begründung von einer Petition oder in einer Petition keine Hyperlinks mit drin sein dürfen. Ich habe das anders gesehen. Ja, das ist halt so. Gut, wenn die Petition jetzt diese Prüfung überstanden hat, wird sie freigeschaltet und alle Bürger können diese mitzeichnen. Es gibt hier keine Begrenzung, zum Beispiel für das Alter oder den Wohnort. Ich kann auch irgendwo in Castrop-Rauxel wohnen und 6 Jahre alt sein. Ich kann diese Petition mitzeichnen. Wenn ich diese Petition mitzeichnen möchte, muss ich auf diesen Petition gehen, die dann öffentlich aufgelistet wird. Kann dann auf Mitzeichnen drücken, muss dann meinen Namen und meine Adresse eingeben, meine E-Mail-Adresse. Veröffentlicht wird dann in dieser virtuellen Unterschriftenliste mein Name und mein Wohnort, nicht meine Adresse und auch nicht meine E-Mail-Adresse. Ich arbeite als Vorsitzender des Petitionsausschusses daran, dass wir ein System bekommen, in dem man pseudonym mitzeichnen kann. Also dass man sieht, es hat jemand mitgezeichnet, aber dass man nicht unbedingt sieht, wer da mitgezeichnet hat, weil man kann so sehen, ob mein Nachbar jetzt zum Beispiel für irgendwas mitgezeichnet hat oder nicht. Es ist online was ganz anderes als auf einer Papierunterschriftenliste. Das kann zum Beispiel entweder wie beim Deutschen Bundestag so passieren, dass man einfach ein Häkchen setzt und sagt, so, ich möchte pseudonym mitzeichnen und nicht offen mit meinem Namen. Oder über den neuen Personalausweis mit der pseudonymen Authentifikationsmöglichkeit. Ja, was kann man einreichen? Man kann alles Mögliche an Petitionen einreichen. Ich warte zum Beispiel schon lange auf die Petition von Schülern, die fordern, dass es in Schleswig-Holstein doch bitte keine Hausaufgaben mehr geben sollte. Ich bin gespannt, wann diese Petition kommt. Seit die neue öffentliche Petition jetzt online ist, haben wir noch keine einzige erhalten. Ich bin gespannt, wann die erste kommt und ich bin gespannt, ob es die keine Hausaufgaben in Schleswig-Holstein-Petition sein wird. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.